Anschlag auf Höcke. Ihr seht ihn hier wegrennen in den Bildern neben mir. Ihr werdet vielleicht auch wissen, wenn ihr aus Thüringen kommt, von wann diese Bilder sind. Sie sind vom 20. August von der Veranstaltung in Jena, wo man verhindert hat, dass Björn Höcke hier, der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, seine Wahlkampfrede halten kann. Natürlich ganz vorne mit dabei, unterstützt von den Jusos aus Thüringen. Und da werden wir jetzt mal morgen endlich sehen, ob sich der Kampf gegen rechts endlich auszahlt für die SPD, indem sie endlich wieder von der Bildfläche verschwinden in Thüringen. Denn niemand braucht solche Leute. Jetzt reden sie hier allerdings vom Anschlag von Herrn Höcke auf die Demonstranten. Das Bild, was ihr gesehen habt, war von der Evakuierung, als er aus seiner Dienstlimousine aussteigen musste und mit der Polizei dann geflüchtet ist. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute Samstag, kurz vor der großen Wahl. Es ist wirklich spannend. Ich bin immer noch für euch unterwegs in den Niederlanden. Aber morgen wird gewählt und es kommt darauf an, dass hier alle von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen. Ganz gleich, was sie wählen, das soll mir egal sein. Aber es soll jeder die Möglichkeit nutzen. Es gibt Länder, da würden sie dafür fast ihr letztes Hemd geben, damit sie etwas mitentscheiden können. Spannend wird es wirklich zu sehen, wie jetzt hier die ganzen Parteien verlieren und abgestraft werden für ihren Kampf gegen die AfD. Auch in Sachsen wird es wirklich spannend. Man hat von vornherein alles ausgeschlossen. Jetzt gibt es hier allerdings noch weitere Bilder, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Hier einmal die ganze Szene, wo sie von einem Anschlag sprechen. Habt ihr es gesehen? Sogar Zivilbeamte mit Schlagstock waren dabei. Hier ist auf diese angemeldete Versammlung, muss man wirklich sagen, die war angemeldet, ist dann die Streife, wollte ich schon sagen, also quasi die Kolonne von Herrn Höcke, waren anscheinend zwei Fahrzeuge von der Polizei, mit Personenschutz unterwegs und die Polizei hat es nicht geschafft, dass diese Fahrzeugkolonne hier durch die Masse geleitet wurde, sondern die Masse hat sich demonstrativ in den Weg gestellt und dann wurden die Schlagstöcke halt auch eingesetzt. Und da muss man sagen, wer uniformierten und bewaffneten Beamten, die mit einer Fahrzeugkolonne mit Personenschutz des Landeskriminalamtes unterwegs sind, wer sich der Kolonne in den Weg stellt, beschwert sich dann über Polizeigewalt. Ja, ganz mein Humor, Leute. Was denkt ihr denn, was die Polizei da macht? Dass sie Bonbons werfen? Dass sie euch Popcorn zuwerfen? Nochmal, die Polizei ist die Exekutivgewalt in diesem Land. Ja, das haben die Leute immer noch nicht verstanden und sie meinen, in ihrem Wahn gegen Antifaschismus sei jedes Mittel legitim. Dabei sind es sie meistens, die faschistische Züge haben, indem sie nur ihre Meinung und ihr Weltbild als das einzig Richtige akzeptieren, nämlich das, dass du weltoffen und tolerant sein musst. Wenn du das nicht willst, dann gehörst du aus der Gesellschaft entfernt, sei es durch öffentliche Diffamierung, sei es durch persönliche Angriffe zu Hause oder eben durch solche undemokratischen Mittel, wenn Demonstranten meinen, eine Form der Meinungsäußerung, die sie hier tätigen, ist das Blockieren einer Polizeieskorte. Da muss man sich nicht wundern, wenn es am Ende dann auch Schlagstock und Pfefferspray gibt, bin ich der felsenfesten Überzeugung davon, auch wenn die Polizei nicht immer richtig handelt und auch manchmal über das Ziel hinausschießt.
Man hat sich nicht auf der Straße gegen 15 uniformierte Beamte zu stellen und dann zu sagen, die deutsche Polizei, sie schützt Faschisten. Leute, wenn wir danach gehen, die deutsche Polizei schützt auch jeden ausländischen Staatsgast in diesem Lande, egal ob Despot, Diktator, wie sie sie immer alle nennen, König, weiß der Geier, was da alles immer zu Besuch kommt. Es gibt jetzt hier allerdings noch mehr Bilder, weil das Ganze so schön ist, schauen wir nochmal rein. Bleib hier! Zurück! Gehen Sie zurück! Bleib zurück hier! Bleib zurück jetzt! Da geht's weiter! Los, hier! Frisse. In die Richtung geht's Frisse. Weiter! Hier geht's nicht lang! Presse! Ist mir egal gerade, da geht's mir weiter! Ist nicht egal, Presse! Presse! Ich bin Pressevertreter! Gucken Sie mal! Hier, gucken Sie mal! Pressevertreter! Presse, Presse, Pressevertreter. Leute, ja, Pressevertreter haben theoretisch überall Zugang, aber dass sie sich dann ernsthaft so wundern, ja, da kommen Antifanten gerannt, die Polizei versucht sie aufzuhalten in einer Presse, Presse, guck mal hier. Wenn ich mir dann so denke, gleich hast du einen Schlagstock in der Fresse, muss man wirklich so ernsthaft mal sagen. Ihr müsst respektieren, dass die Polizei manchmal auch ihre Arbeit machen muss. Ja, die Polizei möchte oft nicht, dass gefilmt wird. Das ist das Problem der Polizei. Selbstverständlich dürft ihr das alles filmen, vor allem die Maßnahmen, die sie durchführen. Aber sich dann hier hinzustellen und zu sagen, Presse, Presse, ich muss durch, dann denke ich mir, dann warte 2 Minuten, bis der Polizist wieder Ruhe hat und dann zeigst du ihm deinen Ausweis und sagst, du würdest gerne um die Ecke filmen und zwar in einem normalen Ton und nicht so, Presse, 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 Presse. Ah, Leute, so. Völliger Wahnsinn, muss man sagen. Aber dem Ganzen nicht genug. Ich habe noch was für euch. Presse. Ich habe einen Presseausweis. Ich habe einen Presseausweis. Und das geht zu weit. Das musst du dir nicht gefallen lassen von der Polizei. Sie haben dir deine Kamera nicht aus der Hand zu schlagen. Das einzigste Argument, dass sie dir die Kamera abnehmen, ist, wenn du gerade einen Mord oder sowas gefilmt hast. Wenige Sekunden vorher und sie das wirklich brauchen als Beweismaterial. Aber hier einfach kommen, vor allem sie hatte selbst die Kamera in der Hand, um zu sagen, nee, hier wird nicht gefilmt. Selbstverständlich wird da gefilmt, natürlich. Und am besten trägt bald jeder einfach eine Bodycam. Und dann können wir das Ganze uns dann auch immer im Nachhinein anschauen. Ich bin aber vor allem gespannt, gehst du morgen wählen? Denkst du, es gibt eine blaue Welle, ein blaues Wunder? Ich muss euch ehrlich sagen, ich sehe die AfD nicht in Regierungsverantwortung. Nicht dieses Jahr und auch nicht nächstes Jahr. Egal ob Landes- oder Bundestagswahl. Ich sage, sie machen den Antidemokrat und machen dann einfach eine Einheitspartei und regieren dann lieber mit BSW und Linken, anstatt mit der AfD auch nur einen einzigen Kompromiss einzugehen. Wir werden es bald sehen, dass die Grünen und die Schwarzen auf Bundesebene sich aneinander laben wollen. Und dann haben wir das Problem, dann haben wir nicht nur Wirtschaftschaos, sondern wir haben auch weiterhin Migrationschaos. Denn es wird niemals passieren, dass es eine schwarz-grüne Regierung gibt auf Bundesebene und diese dann hingeht und abschiebt nach Syrien, nach Afghanistan, in die Maghreb-Staaten, nach Georgien oder sonst wo. Das wird nicht passieren, aber das wollen sie uns erzählen und da kann man nur noch mal sagen, völliger Wahnsinn, Leute, wir müssen alle hier weg. Und wenn wir alle hier weg müssen, sage ich nur, es gibt jetzt Auswandern mit Kopf, mein neuer Zweitkanal. Genau für alle, die sagen, ich kann diesen Kampf hier nicht bis zum Ende führen. Ich muss auch mal verschwinden, um am Ende zum Wiederaufbau wiederzukommen. Oder du wolltest sowieso schon immer mal auswandern und weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Du sagst, du bist zu alt. Alles völliger Quatsch, sage ich. Jeder kann es schaffen, wer es nur wirklich will. Deswegen schaut unbedingt mal rein. Wirklich spannende Videos. Und damit sage ich, abonniere diesen Kanal, Auswandern mit Kopf, X und Telegram, damit du immer up to date bleibst. Und damit ciao, bis bald.